Willkommen zur heutigen News for You Ausgabe, Top Film News. Was war das für eine Nachricht, als es im letzten Jahr hieß, dass nun tatsächlich eine Fortsetzung zu Ridley Scotts Gladiator in Arbeit ist? Das mit 5 Oscars prämierte Historienepos um den einstigen Feldherrn Maximus, der nach dem Tod seiner Familie dazu verdammt ist, in der Arena um Leben und Tod zu kämpfen, gilt zwar hinlänglich nicht unbedingt als Kritikerliebling, aber ist für viele Filmfans nichtdestotrotz einer der größten modernen Klassiker überhaupt. Und dementsprechend riskant ist es auch, das Erbe des Films anzutreten. Das wissen auch die Macher um Produzent Doug Wick und Regisseur Ridley Scott, die Gladiator 2 längst nicht begraben haben, aber auch nur unter einer Bedingung verwirklichen wollen. Das Drehbuch von Gladiator 2 muss dem ersten Teil gerecht werden. Kurz News: Event Horizon. Der Film Event Horizon ist heute ein Kultfilm, obwohl Kritiker und Kinokassen beim geschnittenen Release im Jahr 1998 nicht gnädig waren. Eine kommende Collector's Edition weckt jetzt Hoffnung, dass wir erstmalig Szenen sehen könnten, die entfernt wurden. Top Gun 2 Maverick. Was genau bedeutet es eigentlich, wenn Tom Cruise verspricht, dass es in Top Gun 2 Maverick nur praktische Effekte und reale Flüge geben wird? Nun, das bedeutet, er verlangte vom Studio vor seiner Zusage für Top Gun 2, dass es beim Dreh no CGI-Stuff, also kein CGI-Krams, geben dürfte. Top Gaming News: Resident Evil 8. Resident Evil 8 kommt. Der nächste Teil von Capcoms Horrorreihe trägt den Untertitel Village und wird sich abermals um Ethan Winters drehen, der bereits in Teil 7 die Hauptrolle übernahm. Serienveteran Chris Redfield ist im ersten Story-Trailer ebenfalls mit von der Partie. Hier nun die wichtigsten Fakten. Resident Evil 8 wurde für die PS5 angekündigt, aber erscheint auch für PC und Xbox Series X. Ein exaktes Release-Datum ist noch nicht bekannt. Resident Evil 8 soll irgendwann 2021 veröffentlicht werden. Einiges spricht wie bei Teil 7 für einen Release im Frühjahr. Die Leaks um den Untertitel Village haben sich mit der offiziellen Ankündigung bewahrheitet. Ebenso, dass wir in der Reihe von Ethan ein Dorf, ein Wald sowie ein Schloss erkunden, uns mit werwolfartigen Kreaturen zu bekommen. Im Resident Evil 8 steuern wir den Protagonisten Ethan Winters abermals aus der First-Person-Perspektive, eben wie schon in Resident Evil 7. Aber im Gegensatz zu den beiden Neuauflagen von Resident Evil 2 und Resident Evil 3. Kurz News: Batman-Spiel. Die Gerüchteküche brodelt. Game Reactor zufolge soll die Enthüllung des nächsten Batman-Spiels in wenigen Monaten folgen und der Release schon kurz darauf. Demon's Souls. Demon's Souls, der geistige Vater der Dark Souls-Reihe, bekommt ein aufwendiges PS5-Remake spendiert. Die Chancen auf eine PC-Umsetzung stehen aber eher schlecht. Technik News: Nvidia GeForce RTX 3080 Ampere. Wird die Nvidia GeForce RTX 3080 Ampere stärker als bislang angenommen und bekommt gegenüber den vorangehenden Generationen ein völlig neues Design? Der bekannte Hardware-Leaker Copitius7 Kimi und ein Nutzer aus dem nicht minder bekannten Forum der chinesischen Website chiphell.com wollen das in Erfahrung gebracht haben. Das Besondere daran: bislang wurde angenommen, die RTX 3080 bekäme mit 3840 Kernen und ein GA103-Chip. Obwohl mit letzterem ohnehin GA104 gemeint sein dürfte, zumindest wenn Nvidia seinem bisherigen Namensschema einigermaßen folgen sollte. In den drei letzten Iterationen der GeForce RTX GTX 80 waren jeweils Chips mit der Endung 04 verbaut und der XX02 war der High-End GeForce Flaggschiffen RTX 2080 Ti und GTX 1080 Ti vorbei. Kurz News: PCI Express 6.0. Eine Präsentation der PCI SIG liefert weitere Details zum kommenden Übertragungsstandard PCI Express 6.0. Dieser soll erneut die Datenrate verdoppeln und setzt dafür auf eine vierstufige Signalübermittlung sowie eine verbesserte Fehlerkorrektur. Intel Lakefield. Intel hat nun so ziemlich alle Informationen rund um die neuen Lakefield-Prozessoren veröffentlicht. Durch Intels 3D-Packaging-Technology und eine hybride Prozessorarchitektur soll vor allem der mobile Markt mit skalierbaren und äußerst leistungsfähigen CPUs revolutioniert werden. Das war die heutige News for You-Ausgabe. Euch ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf.
Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Andy.